Vorhin war er noch bei mir am Mikrofon, Michał Sachs oder der Crazy Mike von Elbrowar. Jetzt kommt er hier in der Flasche als Double IPA daher. Wie das Ganze schmeckt und wie das ausgeht, das verrate ich euch nach 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr weiter mit dabei seid und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Polish Beer Friday, der Tag der Woche, der reserviert ist für Biere aus meinem Lieblingsnachbarland Polen. Und wir hatten ja vorhin das nette Gespräch mit Michał Sachs und jetzt gibt es auch mal zur Abwechslung ein Bier von ihm. Wir haben ja da keine Zeit gehabt, viel zu trinken, aber er hat ja gesagt, wenn ein Bier typisch ist für Elbrowar, dann ist es Crazy Mike und das ist ja so ein bisschen sein alter Ego. Und da könnt ihr dann nochmal hier bewundern, das Double IPA aus dem Hause Elbrowar. Ein Oldschool Double IPA, wie es im Buche steht, so wird es zumindest beworben. Und jetzt schauen wir mal nach den technischen Daten, was haben wir denn hier? 500 Milliliter, 8,0 Volumenprozent Alkohol, 20 Grad Plato. Und ich habe mir sagen lassen, dass da bis zu 100 Bittereinheiten rein rechnerisch drin sind. Man weiß es nicht so ganz genau, ob es dann tatsächlich auch stimmt. Aber wir werden das jetzt gleich gemeinsam herausfinden. War 2013, als es tatsächlich released wurde, bei Rate Beer das beste neue Double IPA. Respekt, Respekt. Es sind nur Hopfen mit C drin. Citra, Cascade, Chinook, Centennial und Columbus. Und sind damit, glaube ich, auch valide Kandidaten für ein richtig gutes IPA. Die typischen C-Hops sind da nicht nur 3 drin, sondern gleich mal alle 5. Und dann lohnt sich das auch richtig. Weißer Kandiszucker ist noch mit drin. Das finde ich auch sehr spannend. Und hefetechnisch hat man sich auf eine CFL 05 verlassen. Ich will mal sehen, was dabei rauskommt. Hier schauen wir nochmal auf den Kronkorken mit dem Elbrowar-Logo. Und dann gehen wir es auch wirklich schon an und reden weniger über das Bier, sondern trinken mehr. Was mir tatsächlich auch wieder gut gefällt, ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, es sind 500 Milliliter in der Flasche. Also nicht irgendwie so halbe Portionen mit 433 oder irgendwas, sondern da wird dann gleich aufs Ganze gegangen und dann kann man auch bei einem Double IPA mit 100 Bittereinheiten ruhig mal auf 100% gehen, nämlich da ist die halbe. Wir haben es zu tun mit einer schönen orange-goldenen Farbe. Wir haben kräftigen Schaum oben drauf. Das sind satte 4 Finger, die dann auch zu einem Schaum dazu passen, der richtig schön am Glas hängen bleibt. Durchschnittliche Kompaktheit und ein bisschen Kohlensäure auch zu sehen, leichte Trübung. Also da ist, ja, glaube ich, alles angerichtet für ein richtig schönes IPA. Oh. Also Zitrusaroma satt, muss man an der Stelle einfach sagen. Aber man merkt schon, boah, da kommt der Hopfen richtig durch. Es ist schon ein bisschen grünlicher. Harzig, bisschen Pinie mit am Start. Sehr zum Wohl. Cheers. Ich bin so ein bisschen in Lauerstellung. Aber ich muss sagen, also wenn es tatsächlich dann diese 100 Bittereinheiten hat, Respekt. Also dann sind die richtig gut abgefangen. Es ist erstmal so ein bisschen auf der zitrusfruchtigen Seite zu Hause. Richtig schöne Zitrone, ein bisschen Grapefrucht, Pinie und jetzt kommt es langsam. Ja. Ja, es braucht immer so ein bisschen und dann kommt von hinten der Hopfen nachgeschoben. Nee, es ist schon richtig kräftig, hopfig, so eine schöne harzige Note auch mit dabei. Was ich aber ganz spannend finde, weil ich jetzt gerade auch über diese Zitrus herum geredet habe, das hat ein bisschen was und jetzt lacht mich nicht aus, das hat ein bisschen was Juiciness. Aber es ist richtig schön saftig. Richtig, richtig geil. Und bei jedem Schluck, und das dauert dann wieder so einen Augenblick, und dann kommt hinten der Hopfen rein. Aber während man noch so ein bisschen da sich in Sicherheit wiegt, also ganz ehrlich, 45, 40 Bittereinheiten. Und dann hinten kommt so ein bisschen. Aber das wird auch nicht so wie 100. Also das ist jetzt kein Rachenputzer, wie er im Buche steht. Und ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass eine richtig schöne karamellige, aber auch leicht fruchtige Süße mit dabei ist.
Alkohol ist extremst gut eingebunden, überhaupt nicht spürbar. Wir haben 8,0 Volumenprozent, oder? War es 8,0? 8,0. Also das ist richtig, richtig schön. Ein bisschen Hefe vielleicht noch ein bisschen mit drin. Kommt so eine leichte Weiche mit rein. Was haben wir denn Carapilz, Pale Ale Malz, das ist Sauermalz, Weizenmalz ist noch mit drin. Da merkt man dann einfach auch dieses weiche Mundgefühl, was dann noch mit dabei ist. Schöner mittlerer Körper, schöne mittlere Kohlensäure, eine glatte, aber leicht ölige Textur. Und hinten raus, es bleibt leicht harzig, es bleibt leicht bitter, zitrusfruchtig in jedem Fall. Über die Grapefrucht kommt noch so eine leichte Säure mit rein. Und man spürt den Alkohol vielleicht ein bisschen hinten im Hals, weil er so schön wärmend ist. Aber Juiciness steht auf jeden Fall voll auf dem Gas und letztendlich auch so ein bisschen so ein weiches Mundgefühl. Und das zusammen mit so einer harzigen, bittere, einfach nur crazy. Und deshalb Crazy Mike von Elbrovar, ein schönes Double IPA, was wir hier auf den Kanal bringen konnten und zusammen mit Mihaus Sachs auch vorhin ein bisschen haben nicht plaudern können. Und deshalb gibt es von ProbierTV 4,5 Punkte für das Bier, nämlich Crazy Mike aus dem Hause Elbrovar. Und wenn ihr andere Biere von Elbrovar kennt, und die haben ja nur weiß Gott das ein oder andere im Angebot, was ich hier mal auf den Kanal bringen sollte, dann immer her damit mit euren Wünschen. Da ist es dann mir auch ein bisschen ein Bedürfnis, hier für den Polish Beer Friday da nochmal eine Bestellung aufzugeben und zu schauen, wo ich das dann besorgen kann. Dann soll es das von meiner Seite aus heute gewesen sein. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was vielleicht von Elbrovar hier auf dem Kanal kommt oder andere Brauereien, andere Brauereibesuche, Interviews mit Brauern, so wie das mit Michael Sachs, dann lasst doch gerne ein Abo da unten da und seid Mitglied hier im Kanal. Ich freue mich über jeden, der sich da noch durchringen kann und vielleicht schaffen wir es dann auch bald auf die 6.000. Ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.